Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, meine lieben, super Freundinnen, die beiden Amazoninnen, Ricarda und Eva. Danke für die Einladung. Eine Lesung organisieren ist ja ein schwieriges Unternehmen, da es ja zum Denken einlädt. Wir alle wissen, dass Denken kein Massensport ist. Also mitfühlen auch nicht. Ich wollte Ihnen zuerst einmal meinen Mac zeigen, den ich mitgebracht habe. Ich habe nämlich alle Bücher zu Hause, ich habe alle da virtuell drin. Ich lese aus dem Computer raus, ich habe mir das auch eingestrichen und so weiter, zeige aber immer das Buch, aus dem ich vorlese. Ich sage ein bisschen was zu dem Buch jeweils, damit Sie wissen, um was es geht. Wir fangen an, wie sagte Denis Diderot, einer der großen Vorväter der Aufklärung, es wird keinen Frieden geben, solange nicht der letzte Pfaffe mit den Gedärmen des letzten König aufgehängt wurde. Gut, wir wollen niemanden aufhängen, wir wollen sie nur arbeitslos machen und das ist schon eine unglaubliche Anstrengung. Nachher bei der Diskussion, ich sage es gleich vorweg, damit er mir nicht auskommt, werde ich den Chef von der Giordano-Bruno-Stiftung, den Michael Schmidt-Salomon, auf die Bühne mitbitten. Ich habe in meiner E-Mail eine riesige Kuh mit riesigen Eutern genannt, den Wissenseutern, hinter denen wir uns alle verstecken. Gut, also dass er es gleich weiß und sich gar keine Ausreden einfallen lässt. Ja? Super. Das Buch heißt Sucht nach Leben und nicht, wie mich ein Leser fragte, wie Andreas Altmann sucht nach Leben. Auch nicht schlecht. Gut, super. Es besteht aus, da mache ich einen wahnsinnigen heroischen Eindruck, das ist im Sudan, in Somalia an der Grenze und ein Wildschwein kommt auf mich zu, da lache ich noch, dann habe ich dem Fotograf verboten, mich zu fotografieren, wie ich davonrenne. Also jetzt noch in Heldenpose hier. Also, das Buch besteht aus verschiedenen Geschichten, immer Reportagen. Ich bin leider kein Schriftsteller, sondern nur, wie ein Kritiker richtig sagte, ein popeliger Reporter. Das heißt, ich bin hündisch abhängig natürlich von der Wirklichkeit, damit ich was aufzuschreiben habe. Jetzt ein kleiner Text, der heißt Gütiger Allah und Heiliger Vater. Wer kennt nicht die Situation, eine Zeitung zu lesen und mittendrin innezuhalten, weil man nicht fasst, was man gerade erfahren hat, weil man eine Atempause braucht, um sich an die Intensität des Gelesenen heranzutrauen. Reflexartig schließt man die Augen, eine Art psychischer Schutzmechanismus, vielleicht für die anonymen Alkoholiker ein bisschen leiser, die Flaschen da hinten ordnen, Schutzmechanismen, um den Verstand und den Bauch auf die inneren Druckwellen vorzubereiten. Ich befand mich in einem Flugzeug Richtung Indien. Aus dem Cockpit kam die Nachricht, dass sie uns der Ostgrenze der Türkei näherten und bald irakischen Luftraum betreten würden. Unklar, warum der Pilot uns darüber informierte, denn hier oben war es nicht gefährlicher oder ungefährlicher als im Luftraum über Tahiti. Aber das Timing seiner Auskunft stimmte. Ich las gerade in der mitgebrachten Zeitung, dass eine islamische Gruppe in Bagdad einer Geisel den Kopf abgeschlagen hatte und dass sie der Welt, jener Welt, die sie noch nicht enthauptet hatte, einen islamischen Weltstaat in Aussicht stellte. Die Videoaufzeichnung der Hinrichtung, der Artikel verwies darauf, konnte man folglich nur als Visitenkarte verstehen, als Vorgeschmack einer kosmischen Ordnung, in der, so frohlockten die Barbaren, Allah, der Allgütige, das Kommando übernehmen würde. Nach diesem Satz schloss ich die Augen. Jetzt kamen die Druckwellen. Ich beamte mich in den Kopf des zum Tode durch den Schwert der Gerechtigkeit Verurteilten, eines Amerikaners. Ich wollte wissen, was in ihm vorgegangen war, wenige Minuten nachdem er das Urteil gehört hatte und wenige Minuten bevor sein Leben durch die Hand eines fanatischen Irrlichts zerstört wurde. Natürlich erfuhr ich es nicht. Wie denn?
Man müsste selbst vom Tod bedroht werden, um diesen Todesangst zu fühlen. Aber ich spürte die Druckwellen. Lange. Denn es gibt Seelenzustände, die wie eine Brandung das Herz überschwemmen. Man kann sich nicht wehren, man kann nur warten, bis sich die Wogen zurückziehen. War es soweit? Las ich wieder. Buchstaben und Sprache hatte ich schon immer als Bodyguards gegen die Zumutungen der Zeit empfunden. Diesmal nicht. Denn wie vom Teufel choreografiert, stieß ich zwei Seiten weiter auf die Meldung, dass der Papst nach Lourdes gereist war, um das 150-jährige Dogma der unbefleckten Empfängnis zu feiern. Jenes Dogma, das besagt, dass die Gottesmutter Maria, so stand es schwarz auf weiß geschrieben, auf natürliche Weise, aber von jedem Makel der Erbsünde befreit, empfangen und geboren wurde. Papst Pius XI. War so frei, dieses himmlische Ammenmärchen unter der Überschrift In Effabilis Deus, der unbegreifliche Gott, in die Welt zu setzen. Hatte ich die Passage zu Ende gelesen, geschah das vollkommen Absurdes. Ich musste wohl dermaßen unter Stress geraten sein über die Meldung der Hinrichtung und dem Nonsens von Erbsünden befreiten Gottesmüttern, alias Gottessöhne gebärenden Jungfrauen, dass ich vollkommen unbewusst, ja gehetzt nach vorne zur Titelseite blätterte, um das Erscheinungsdatum der Zeitung nachzuschauen. Für ein, zwei Sekunden war ich unwiderruflich der Meinung, dass es sich um eine Posterie aus dem Mittelalter handeln musste, aus dem Jahr 1046 oder 1283, eben 1000 oder 700 Jahre zurück. Ungläubig starrte ich auf 16. August 2004, dem heutigen Tag. Wieder schloss ich die Augen. Wieder kamen die Druckwellen. Diesmal war es der Idiotismus, der zu einer Pause zwang. Unfassbar. Wir waren bereits im 21. Jahrhundert angekommen und die einen spalteten den Ungläubigen den Schädel und die anderen, allen voran ein Herr Wojtyla, der unter dem Pseudonym Heiliger Vater als Papst auftrat, ließen die Weltpresse wissen, dass der unfehlbare Stellvertreter Gottes auf Erden mit seinem Tross nach Lourdes aufgebrochen war, um eine ewige Wahrheit aus dem Jahr 1854 zu bestätigen, ebenfalls von einem Unfehlbaren verfasst. Dennoch, nach den Druckwellen schaffte ich irgendwann ein Grinsen. Trotz alledem, trotz namenloser Grausamkeit, trotz höllischer Narretei, die bei Zeiten umging in der Welt. Und wieder war es die Sprache, die mich versöhnte, denn zwei Sätze fielen mir ein, die ich an einer Kirchenmauer, Ausrufezeichen, in Mexiko entdeckt hatte. Doppelpunkt, was ist der Unterschied zwischen Genie und Dummheit? Genie hat Grenzen. Gut. Also dieses kleine Stücklein, danke sehr. Ich denke, dass wir alle, die versuchen, mit Vernunft, mit einer Vernunft durch die Welt zu gehen, dass sie so ein ähnliches Erlebnis hatten. Der Verlag ist so freundlich. Das Scheißleben meines Vaters, ich tue immer so, als würde ich mich genieren, dreimal Scheiße im Titel, also das Scheißleben meines Vaters, Scheißleben meiner Mutter, meine eigene Scheißjugend, der Verlag nennt es nur noch das Scheißbuch. Ich erzähle ganz kurz die Geschichte. Seit vielen Jahren ging mir das Thema, also meine Jugend, das Buch ist eine Reportage mit Klarnamen, das heißt, es musste dann zur Rechtsabteilung im Piper Verlag, damit ich Beweise anführen könnte, wenn Leute, die in dem Buch ungeheure Verbrechen bezichtigt werden, wenn diese Leute klagen sollten. Das ging mir natürlich sehr lange durch den Kopf. Ich habe mich getraut, nicht weil ich die Gangster nicht beim Namen nennen wollte, sondern ich habe mich als Schreiber nicht getraut, weil ich dachte, da brauche ich noch ein paar Jahre, damit das Buch keine
Elends-Jeremiade wird so ein Heulsusenbuch, so ein Opferling, der jetzt, das interessiert überhaupt niemand. Ich musste so lange warten als Schreiber, bis ich den Rotz hatte, um dieses Buch zu schreiben. Das passierte dann, ich habe ein bisschen in der Früh meditiert und dann fiel mir der Titel ein und ich rufe den Verleger an und dann machen wir den Vertrag, weil dann wusste ich, ich bildete mir ein, dass ich es wusste, dass ich das Buch schaffe. Ich erinnerte mich auch an einen Bergsteiger, einen österreichischen, der immer wieder um einen Berg herumschlich, weil er sich nicht traute. Und eines Tages ist er aufgewacht und sagte, jetzt packe ich ihn. Und dann hat er ihn gepackt. Also, das zur Vorgeschichte. Es gab dann nicht Riesendiskussionen im Verlag, weil klar, dreimal Scheiße, das kauft kein Mensch. Die anderen sagten, gerade deswegen wird es gekauft. Beide Seiten hatten recht. Viele Leute haben es erst dann gekauft, nachdem ihnen Leute gesagt haben, dass es gut ist. Und haben sich zuerst von dem Titel abschrecken lassen. Aber der Titel hat das Schöne, jeder weiß sogleich, um was es sich handelt. Ja? Also, es geht, wie gesagt, um Klarnamen. Ich sage es Ihnen gleich vorweg, es hat sich niemand beschwert. Früher, von der Kirche gab es ein paar ich lese Ihnen dann die Stelle vor, wo die Kirche einschreiten wollte, aber dann wurde sie eines Besseren beraten. Früher in meiner Jugend, ich bin ja aus dem unaussprechlichen Altötting, ist der Pfaffe auf die Kanzel hinauf, um ein Buch zu denunzieren mit dem Erfolg, dass alle rausgerannt sind und sich das Buch gekauft haben. Heute ist die Kirche, sogar sie, etwas klüger geworden ist. Man sitzt die Dinge aus, weil man sich sagt, okay, auch der Hype von diesem Buch wird vorbeigehen. Und deswegen, jetzt kommt eine Stelle, ich glaube, neun. Ich bin im Altötting, im Gnadenort mit der Gnadenkapelle. Und es wird ein Buch, es wimmelt von Missbrauch, Misshandlungen, Bigotterie. Es gibt den wunderbaren Satz von Barwasser, ich glaube Karl Maria oder Martin Barwasser, der sagte, wenn man aus Heuchelei Energie gewinnen könnte, dann wäre das fossile Zeitalter vorbei. Also, das ist ein schöner Satz und wunderbar. Also, jetzt Kapitel, ich greife einfach raus, wir haben ja nicht ewig Zeit. Es ist eine Szene aus der Klasse, dritte Klasse Volksschule, also 8, 9 Jahre. Zweimal die Woche kam der Religionslehrer Josef Aschenkirschbaumer. Nach Tagen verpasste ihm die Klasse das stimmige Pseudonym Roter Teufel. Denn ein helles Fleischrot gleiste über sein Gesicht, wenn er ausholte, und der Watschenbaum fiel. Der Rohling trat als Zorn Gottes auf. Gleich zu Beginn Dienstag, wenn er fragte, ob jeder die Sonntagsmesse besucht hätte und mindestens einer dumm genug war, ein Nein zu beichten. Immerhin musste sich keiner vor der Züchtigung ausziehen. Da hatten wir einen Lehrer, das spielt ja. Die Watschen zischten und an den schlechten Tagen schlug er auch mit Fäusten und Tritten nach uns, wenn sich die Hand eines Drittklässlers zu nahe am Hosenschlitz befand. Das war, so erfuhren wir fassungslos, eine schwere Sünde. Der Kaplan hatte wohl laut katholischen Lehrplan die Aufgabe, uns den Abscheu vor dem eigenen Körper einzubläuen. Allem voran den Ekel vor den Geschlechtsteilen. Von der Unkeuschheit schien er besessen, unserer, wenn ich richtig verstanden habe. Das klang in meinen Kinderohren umso abstruser, als ich ein Spätentwickler war, ja das Wort Unkeuschheit nicht verstehen konnte, da ich dazu, zum Unkeuschsein, physisch nicht in der Lage war. Mein Penis schien zum Pipi-Machen da. Noch nie war ich lüstern gewesen, noch nie hatte ich mit Begehrlichkeit auf eine Frau geblickt. Zudem war über das Thema zu Hause nie gesprochen worden. Weder Vater noch Mutter hatten mich aufgeklärt. Der Gottesmann klärte uns vorbeugend auf, nicht über die Wunder des Eros, sondern über die Abgründe, in die unkeusche Lust die Menschen zu stürzen vermag. Unauslöschlich bleibt mir der Mann im Gedächtnis, weil er eines Tages etwas tat, was am radikalsten
meine Angst vor Frauen und meinen Schrecken vor ihrem Geschlecht genährt hat. Ich behaupte, dass ich den Katholizismus von der Pike auf gelernt habe und mich instinktiv vor vielem schützte. Nur da nicht. Denn auf vehement erfolgreiche Weise ging die religiöse Saat der Leibfeindlichkeit, nein, des Leibhasses, des Lusthasses in mir auf. Wie flüssiges Gift breitete sich die Tat des Asthmatikers in meinem Kopf aus und blieb dort wie Ameisensäure so lang, so endlos lang, unaufhebbar. Später wurde sie aufgehoben. Was war geschehen? Das Thema war Eva, die Paradies-Eva, die als schönes, hildtätiges Weib den schuldlosen Adam verführt hatte und die beiden deshalb nach dem Sündenfall von Gott Vater in die kalte Welt vertrieben wurden. Das Weib somit für das Elend auf Erden, das Jammertal, verantwortlich war. So predigte der Asthmatiker und so kam es bei uns an, bei mir zumindest, die Frau als das Böse, das Gefährliche, das furchtbare Übel. Um nun die These von der Unheilsbringerin zu illustrieren, verteilte der Priester eines Morgens an jeden der Klasse ein handgroßes Bild, auf dem vorn ein gemaltes weibliches Wesen zu erkennen war, anständig gekleidet, mit einem durchaus hübschen Gesicht. Nun der Clou. Die Rückseite war wie ein Adventskalender. Zwei Kartontürchen bildeten den Rücken. Und jetzt forderte uns der Religionslehrer auf, die beiden Flügel zu öffnen. Da passierte es. Im Rücken der Frau wimmelte es von Würmern, Schlangen und Spinnen. Der ganze Leib war randvoll mit Tieren, die nichts als Grauen auslösten. Und damit wir auch alle die Botschaft verstanden und keiner auf die Idee kam, es handele sich um einen Scherz, sprach der Erziehungsberechtigte zu uns Neunjährigen: Seht nur, Kinder, was dahinter steckt. Hinter der Fassade der Frau, hinter dem Lächeln. Doppelpunkt: das Tückische, das Versaute, das Unglück des Mannes. Ich werde seine Stelle. Ich habe eine Reihe von Lesungen ja gemacht. Und dann war dort eine Frau, hat mich angesprochen und dann hat sie gesagt, wer sie ist. Und ich erinnerte mich, ich war 12, glaube ich, meine stille Liebe, ich war natürlich viel zu schüchtern, um sie anzusprechen. Und irgendwie, ich glaube, das Talent muss ein Reporter haben, habe ich gemerkt, sie will mir was sagen. Und es benötigte 3 Treffen und dann. Und diese Geschichte lese ich nicht vor, ich erzähle sie ganz kurz. Erzählte sie mir, wie sie in Altötting von einem anderen Geistlichen missbraucht wurde. Wie ich recherchiert habe zu dem Buch, ich wurde ja immer dafür bezahlt, nach Altötting, auch um die Unterlagen, es soll ja alles nachweisbar sein, die ganzen in der Schule, die Zeugnisse, die Gesundheitszeugnisse. Und dann habe ich mit mehreren damaligen Kameraden gesprochen, die mir verboten haben, ihren Fall zu erwähnen. Sie wissen es vielleicht, wenn man über jemanden berichtet, der berühmt ist, also eine sogenannte Person des öffentlichen Interesses, dann darf man das, wenn dieser Mensch nur ein nicht berühmter Mensch ist, dann darf man das nicht. Man darf auch nichts Gutes, Intimes über ihn erzählen. Also, ich glaube, das ist richtig so. Jetzt vielleicht noch eine kleine Geschichte. Es geht um eine Situation, auf die dann die Kirche reagiert hat. Es gab dann einen Leserkrieg in diesem Käsblatt in Altötting. Und es ging auch bis zur Süddeutschen Zeitung. Und die Kirche ist dann sehr schnell still geworden, weil viele Leser mir zugesprungen sind, dem, was ich vorgelesen habe, und durchaus durchblicken ließen, dass sie auch Dinge wissen, die Kirche lieber nicht will, dass sie an die Öffentlichkeit etwa. Also etwa um diese Zeit passierte etwas im Gnadenort Altötting. Also wir sind so 1995,
65, das sicher oft passierte, aber diesmal auf absurd katastrophale Weise änderte. Die folgende Episode entnehme ich dem Nachlassunterlagen eines Arztes, in deren Besitz ich leider erst bei der Recherche zu diesem Buch kam. Hätte man damals schon seinen Bericht laut und schwungvoll zwischen den Leichenbitterergüssen der Basilikapfaffen und Totenarien meines Vaters vorgelesen, es wäre sicher zu tumultartigen Szenen gekommen, voll mit unfassbarem Schweigen, voll mit kreischendem Gelächter. Laut seinen Angaben wurde Dr. Med. Engelbert Heiduk, sein tatsächlicher Name, an einem Septemberabend telefonisch und höchst dringlich ins Kloster St. Magdalena, Kapellplatz 5 gleich neben der Gnadenkapelle, gerufen. E.H., also der Arzt, selbstgläubiger Katholik, erwähnt in seinem Bericht, dass er schon als Kriegsarzt eine Menge Wahnsinn gesehen habe, aber nichts im Vergleich zu dem, was ich ihm nun hinter den ehrwürdigen Mauern der altehrwürdigen, beispielhaften Klosterbrüder darbot. Pater A. lag nackt und bäuchlings auf einem Tisch und mitten aus seinem Leib, mitten aus seinem Hintern ragte der Rest einer Flasche. Höllenrotes Blut floss, da der gläserne Dildo ganz offensichtlich beim todsündenverseuchten Liebesspiel tiefer als vorgesehen versunken und abgebrochen war. An der genau falschen Stelle, in Höhe des Anusrings, Anusrings, also da, somit die Scherben tief ins Fleisch schnitten, noch tiefer, da die an der Kapuzinerschwulenorgie Beteiligten zuerst selbst versucht hatten, Restflasche und Splitter herauszufischen. Vergeblich. Deshalb der Notruf, Dr. Heiduk, mit einem vorbildlichen Ruf als immer hilfsbereiter Mediziner, erwähnte in seinen Aufzeichnungen noch die blutigen Striemen an Rücken, am Rücken und Armen und Beinen des Paters, die in der Panik nur nachlässig weggeräumten Handschellen und Peitschen zeigten, dass die Herren sich beim Gebrauch des einschlägigen Werkzeugs zur Maximierung ihrer Sadomaso-Lust auskannten. Das ist natürlich auch hinreißend witzig, denn der Sadomasochismus könnte eine erzkatholische Erfindung sein, sadistisch bestrafen und masochistisch die Strafe genießen. Aber hier war nichts mehr lustig und sein halbes Kapuzinerleben verdankte A. wohl der professionellen Erfahrung von Dr. Heiduk, der das irgendwann scherbenfrei Gesäß nähte, das Blut stillte, die Schmerzen reduzierte, die richtigen Medikamente daließ und selbstverständlich versprach, die Nachbehandlung zu übernehmen. Zum Dank dafür wurde der Arzt noch am selben Abend darüber informiert, dass er bis zu seinem letzten Stündlein absolutes Stillschweigen zu befolgen habe, bei Nichtbefolgen wäre wörtlich seine Existenz gefährdet. Notabene, es geht eigentlich nicht um die Verurteilung homosexueller Praktiken. Meinetwegen kann sich jemand einen rosa Elefantenbullen im Schlafzimmer aufstellen und ihn dreimal täglich bespringen. Sind Tier und Mensch einverstanden? Nur auf, nur zu. Dieser Tatsachenbericht steht allein deshalb hier, um auf die in den Himmel und in die Hölle schreiende Diskrepanz zu verweisen, die zwischen der meisterlichen Bigotterie und den zölibatären Schweinigeleien lagen, mitten im Gnadenort. Also so viel aus vom Scheißbuch aus Altötting. Super. Danke. Ich lese aus dem Frauenpunkt, Geschichtenpunkt, das heißt nicht Frauengeschichten, sondern Frauenpunkt, Geschichtenpunkt, die Feinhörigen und Feinfühligen unter Ihnen werden den gigantischen Unterschied zwischen den beiden Titeln verstehen. Die liebe Regarda hat versucht, mich als Schauspieler wieder zu beleben und ein Video gedreht, das auch auf meiner Website steht, als das Buch herauskam, um es zu lancieren. Ich möchte nur eine kleine Stelle aus dem
Vorwort lesen. Und das ist jetzt gerade ausgegangen, also im Herbst. Und hier immer. Also ich sage nur vorweg, ich muss ein bisschen was dazu sagen zu dem Buch. Ob ich mit jemandem intim bin oder nicht, das ist ungefähr so wichtig wie die Bekanntgabe meiner Schuhgröße. Das heißt, es geht in dem Buch natürlich um die Geschichten, die, es geht nicht um, manchen Leser vielleicht enttäusche ich, um Bumsgeschichten, sondern Geschichten, das heißt Geschichten, die diese Frauen mir erzählt haben und die Geschichten, die ich mit diesen Frauen jenseits vom Bett erlebt habe. Und es sind zum Teil sehr traurige Geschichten von Mord, Selbstmord, Straßenstrich. Also ich hatte, ich weiß nicht, ich glaube, das liegt an dem, dass ich eben Reporter bin und allen Leuten zuhöre, allen Frauen, allen Männern auf dieser Welt, ohne sie vorab moralisch zu verurteilen. Also ich so was einrichte in dem Gespräch, das ist ja kein Gespräch, meistens höre ich ja nur zu, was die Japaner das sogenannte schöne Gefühl nennen. Der Gesprächspartner, also der was will, also ich will natürlich was, ich will die Story, ich will kein Geld von Frauen, ich will keine Mithilfe für meinen Beruf, sondern ich will diese Geschichten. Und dann bin ich dazu verpflichtet, so die Japaner, das schöne Gefühl zu bereiten, damit der andere Mensch dann sich gelöst fühlt und das Gefühl hat, er kann etwas erzählen, ohne dass das Erzählte später gegen ihn verwendet wird. Natürlich sind die Namen der Betroffenen, ich habe schon erzählt, dass ich hatte meine Freundin, die war sehr feministisch, seitdem hänge ich immer ein IN an, also die Betroffeninnen, ja, und so weiter. Bisschen schwierig, aber das geht jetzt gar nicht mehr raus. Menschin, also der Mensch, also Sie haben es so verstanden. Dass ich die Namen natürlich dann geändert habe, auch die Stadt, sodass nur die betroffene Person, es kommen auch Männer vor, klar, ich habe es verunglückterweise auch mit Männern versucht. Ich bin leider nur heterosexuell. Ich habe es nicht geschafft zur Bisexualität. Wie auch immer, dann wissen nur die betroffene Person, wenn sie das Buch überhaupt je lesen sollte, und ich, dass sie oder er diese Person ist. Aber jetzt zum Vorwort und des letzten Absatz. Und der geht so. Anführungszeichen heißt das immer. Der Mensch hat ein Recht auf ein gutes Leben. So Artikel 2.2. des Grundgesetzes. Und deshalb verbringe ich mehr Zeit mit Frauen als mit Männern. Sie versprechen mehr Swing und mehr Geheimnis und mehr Innigkeit. Denn Männer sind wie ich, weniger verschlungen, weniger rätselhaft, ein ganzes Lichtjahr weniger attraktiv. Wäre ich all diesen Frauen nicht begegnet, ein Ozean voll bewegender Stürme und Schiffbrüche würde mir fehlen. Frauen sind ein ungemein potentes Aphrodisiakum, um mein Leben auszuhalten. Das Buch ist folglich auch ein Loblied, eine Hymne von einem, der blüht, wenn ihm Schönheit und Klugheit über den Weg laufen und eingeht, wenn sie ausbleiben. Vom Zaubersingen, das ist ein formidabler Zeitvertreib. Jede Frau, und jetzt kommt die Religion ins Spiel, jede Frau, egal wie sie mit mir umging, hat mich etwas gelehrt. Über sich, über die Welt, über mich. Oft mir das gefiel oder nicht, aber hinterher war ich klüger. Manchmal ein bisschen, manchmal viel. Begriff mehr über die Tiefen und Untiefen menschlichen Verhaltens. So handelt das Buch nebenbei auch von mir, der, wie so viele seiner Generation in der Jugend, ein Frauenbild verabreicht bekam, das vor Anmaßung und blanker Dummheit strotzte.
der eine Giftsuppe schlucken musste, die alte Säcke, ob nun von der Religion korrumpiert oder eiskalt zynisch, tausende Jahre lang angerichtet hatten, um ihre Pfründe zu behalten, um ihr vom Platzen bedrohtes Ego nicht zu gefährden. Ich hatte Glück. Bald spuckte ich das Gift wieder aus, was ich wohl den Frauen verdanke. Sie waren die Ersten, die mir beibrachten, dass ewige Wahrheiten nichts taugen. Also das nur am Rande ein bisschen zu den Frauen. Ich schaue auf die Uhr. Ricarda, wirf dich dazwischen, gell? Ich habe mich längst von dem Wahn erholt, dass ein Autor alles, was er geschrieben hat, vorlesen muss. Das ist alles hinter mir. Also ich merke auch, wenn der Zuschauer, Zuhörer ranzig wird und so. Andere scharren mit den Füßen, weil sie unbedingt zum Büchertisch schon scharren. Also, man legt sich so, weil es ja so wahnsinnig viel allein als Schreiber, man legt sich so viele Wähne zu und die habe ich hinter mir alle. Gut? Also wir haben dreiviertel neun, wir haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt vielleicht eine Geschichte im Land der Freien, das ist jetzt was Lustiges. Im Land der Freien, das ist ein Buch über eine Reise durch Amerika, das ist eine Zeile aus der aus dem American Anthem, The Land of the Free. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob die Amerikaner wirklich so wahnsinnig frei sind. Aber das ist jetzt kein Thema und es ist natürlich jetzt lustig. Und ich muss natürlich dazu ein bisschen was erzählen. Ich bin in Baton Rouge. Baton Rouge hat deshalb den Namen, weil ja Louisiana und das war ja früher mal französisch. Und setze mal Name, Baton Rouge, also schwarzer Knüppel irgendwie, roter Knüppel. Also dort gibt es, ich erzähle ein bisschen was für die, die mit Amerika nicht so vertraut sind, einen weltberühmten Televangelist, also ein Tele von Fernsehen, Evangelist, also ein Fernseh-Evangelist, die kennen sie alle, wenn sie dort waren, unten rennen die Nummer von Mastercard und Visa-Card durch. Wenn er predigt, wenn er anlegt, wenn er Sünde, das sind die sogenannten Freikirchen. Es ist kein Land so religiös, sie glauben es nicht, nicht einmal in Saudi-Arabien, so religiös verblödet wie das amerikanische Volk. Und es ist erstaunlich, gell, wie viele Widersprüche in einem Kopf allein Platz haben. Ja? Und ich bin dort und ich bin ja ein gescheiterter Schauspieler, aber dieses Schmieren darstellen, das mag ich immer noch. Und ich habe mich immer wieder als Reporter, ich bin ganz selten Reporter, ich bin irgendein Depp, der gerade da ist und die Leute dazu verführt, dass sie was erzählen oder mich in eine Situation bringen. Und dann spiele ich auch Situationen. Ich baue schon, ich erinnere mich an eine Szene in Indien und ich gehe auf der Straße und ein Inder kommt mir entgegen. I saw you yesterday on TV. I think you're an American actor. Ich? No, I am an American actor. Ich bin sicher, dass jetzt zu Hause 100 Mal erzählen wird, dass er einen amerikanischen Actor getroffen hat. Ich habe ihn dann gebeten, Stillschweigen zu bewahren, weil ich mit meiner Frau on vacation hier in Indien bin. Gell? Also, ich liebe das, weil immer ich sein, finde ich wahnsinnig langweilig. Und andere Personen zu spielen, macht einfach eine kindliche Freude. Also, ich bin bei Jimmy Swaggart, der kommt jetzt. Jimmy Swaggart ist einer der berühmtesten, wahnsinnigen Televangelists. Der ist jetzt heute, die Szene spielt vor ungefähr 10 Jahren. Ist, glaube ich, heute knapp 80. Und sie ist lustig. Und sie hat natürlich mit Religion zu tun. Das ist aus dem Buch, im Verlag, Im Land der Freien mit dem Greyhound durch Amerika. Wie sagte Martin Walser, Amerika ist ein faszinierend böses Land. Deutschland ist AOK. Okay, das finde ich gut. Also, wer schon mal im AOK-Büro war, weiß, was er sagen möchte. Ja? Als ich am nächsten Morgen aufwache, weiß ich seit langem, dass es ein Jubiläum zu feiern gibt. Heute, vor genau 10 Jahren, wurde der weltberühmteste, gebeutelste und leidenschaftlichster Fernsehevangelist, Plattenmillionär und christliche Prediger Jimmy Swaggart beim Penetrieren einer Hure erwischt. Das 10-jährige Jubiläum war an dem Tag, wo ich aufgewacht bin,
das 10-jährige Jubiläum der Penetration einer Hure. Okay, gut. Der heute 62-Jährige vertritt wie nicht viele andere den Prototyp des Südstaatlers. Sein Charme, seine Energie, seine Großzügigkeit, die obszöne Heuchelei, der fürchterliche Kampf zwischen seinem Kopf, der Gott wohlgefallen will, und seinem Leib, der gefährdet von satanischer Lust, gefährdet seiner schier unaufhaltsam auf die Pforten der Hölle zurennt. Gottesmann Swaggart hat im Lauf seiner langen Karriere keinen menschlichen Körperteil übersehen. Er hat jeden Einzelnen mündlich und schriftlich in den Dreck gezogen und ihn mit dem unabwaschbaren Gift von Schuld und Sünde besudelt. Jeden, der nicht lebte wie er, genau wie er angeblich lebte, schickt er zum Teufel. Die Juden, die Rockmusiker, die Homosexuellen, die Masturbanten, die Tänzer, die Ehebrecher, die Kommunisten, die Anhänger Darwins, die Abtreiber, alle Gottlosen eben. Und Gott war weiß und Swaggart war sein Prophet. Bis zum 17. Oktober 1987 schien nicht seine himmelstürmende Karriere, gefüllte Stadien weltweit, Fernsehstationen weltweit, Opferstöcke weltweit, sprich Bankkonten weltweit, aufzuhalten. Das war der Tag, an dem ein Konkurrenzprediger den Heiligen in einem schmierigen Motel am Rande von New Orleans mit einer Hure ertappte. Die Story ging durch die Weltpresse. Mit diebischer Freude und grandioser Geschmacklosigkeit hat Penthouse, selbst betroffen von Swaggarts Tiraden gegen Pornografie, die Lieblingspositionen des Predigers mit der Prostituierten Deborah M. nachgestellt, fotografiert und veröffentlicht. Dass Jim auch öfters als geübter Onanist vorbeischaute, sollte nicht mehr überraschen. Ansonsten war Originalton Deborah Doggy Style angesagt, von hinten. Mit dem nächsten Greyhound fahre ich nach Baton Rouge, dem Business, den 2 Stunden vom Travel Inn, dem infamen Puffhotel, entfernt. Seit 30 Jahren steht in der Hauptstadt Louisianas die Zentrale der Jimmy Swaggart Ministries. Der Mann predigt noch immer, obwohl er wieder hinter einer Hure kniete und wieder dabei erwischt wurde. Sonntags, kurz vor 10, betrete ich sein hauseigenes, rundes und riesiges Family Worship Center. Jede Woche wird hier um diese Zeit ein Gottesdienst, sagen wir, ein Swaggart-Spektakel abgefeiert. Im Bookstore gibt es christliche Kaffeetassen, Einlegbildchen für Gesangbücher, bunte T-Shirts, Baseballmützen und des Meisters gerade letzt erschienenes Werk zur endgültigen Bibelexegese. Das alles ist ödes Vorspiel. Schlag 10 zieht der Chor in Form von 32 erwachsenen Englein im Nachthemd und mit steifer Halskrause auf die Altarbühne, greifen 7 Musiker in die Instrumente, stimmen sich 4 Vorsänger ein, laufen 5 Fernsehkameras, kündigt Donny, der Sohnemann Jimmy, seinen Vater und Alleinbesitzer des Zirkus an. Und Jimmy, groß, blond, energisch, reißt uns alle hin und mit seiner vom ewiglichen Lobsingen des Herrn velursanft geölten Stimme jubelt hinauf in den strahlenblauen Himmel Louisianas. I came to praise the Lord. Ein starker Typ, einer, der nicht loslässt. Seit er öffentlich um Verzeihung für seine Ehebrüche und onanistischen Ausrutscher gewimmert hat, scheint sich sein Weltmultikonzern, Kirche, Bibelschule, Radio, Fernsehen, Verlag, Immobilien wieder zu erholen. Langsam. Das kontinuierliche Eintreffen praller Geldsäcke, Spendengelder lässt noch auf sich warten. Der Schock der christlichen Schafe über Jimmy, ihren hurenden Hirten, sitzt. Wie belanglos. Jimmy ist ein Weltwunder. Ein exorbitantes Showtalent, ein gottbegnadeter Scheinheiliger, der jeden Cent wert ist, den er abzockt. Er kennt die Regeln des Showbiz und er spielt sie perfekt. Wer auf ihn hereinfällt, dem ist hienieden nicht mehr zu helfen. Nach dem Halleluja-Jubel, es wird langsam lustig, mit dem der Herr 7 Strophen lang bejubelt und belobt wird, ist Zeit für Erlösung. Swaggart, bitte alle diejenigen, die Jesus von Drogen und Alkohol erlöst hat, nach vorn zu kommen
und alle ehemaligen Junkies und Säufer erheben sich von ihren Bänken, schreiten ergriffen, schniefend und jaulend Richtung Altar, wo sie Louisianas erster Handaufleger mit seinen Hiwis erwartet, um ihnen das Haupt zu bedecken. Das eindeutige Zeichen, dass der Heilige Geist augenblicklich herniederkommt, während nun die einen noch schniefen und glucksen vor Glück und Dankbarkeit. Hat jeder sich hingegeben, sollen sich alle umdrehen hin zu denen, die deprimiert auf ihren Sitzen kauernd der Herr noch nicht erlöst hat. Darunter fallen auch die Fresssüchtigen, denn wahre Fleischtonnen tummeln sich unter uns. Und alle sollen laut klatschen, give Jesus a hand, damit der Herr sich auch wirklich aller Unerlösten annimmt. Ich überspringe was und jetzt kommt die Stelle. Noch weitere vier Geschichten erzählt uns Jimmy, schöne, besinnliche, alle vom Herrgott, der schon seit langem alles weiß, erzählt, bis irgendwann die hellen Eimer herumgehen, in die hinein die Gläubigen ihren Zehnten und ihre Gaben, sprich Bares, Mastercard, Voucher und Schecks, deponieren. Und bis uns Jimmy Swaggart beinahe so berühmt und verrufen wie sein genialer Cousin Jerry Lee Lewis noch zuruft, dass nur die Gläubigen der Pentecostal Church, seiner Kirche, den Garten Eden betreten dürfen, denn sie, so forderte es Johannes der Täufer, sind mit Wasser getauft worden, die Wasserlosen aber, ja, sie hätten nichts zu lachen. 12.17 Uhr, die letzten Weinkäfer, himmlische Ekstase veräppen, letzte Stammeln und Greinen, Ende, fast. Als Swaggart durch eine Seitentür verschwindet, eile ich nach vorn und bitte einen der uniformierten Platzanweiser, mich ihm vorzustellen. Schon vor Beginn hatte ich im Buxtor seine Autobiografie To Cross the River erstanden. Das klappt. Swaggart zeigt sich jovial, als er mit routinierter Freundlichkeit eine Widmung to Andrew in Christ hineinschreibt, merke ich, dass sich nicht an mich erinnert. Vor Jahren war ich bereits hier und fragte, ob ich ihn mit einem erdrückenden Problem belasten dürfe. Natürlich, hatte Jimmy geantwortet, und mühselig presste ich heraus, Mr. Swaggart, sorry, aber ich muss dauernd an nackte Frauen denken, können Sie mir helfen? Und Jimmy versuchte es, legte mir die rechte Hand auf den Kopf, legte die andere um meine Schultern und flüsterte unschlagbar ölig, lass uns beten, auf dass der Heilige Geist diese Gedanken in die Hölle fahren lässt und auf dass er Wache hält, damit diese höllischen Gedanken nie mehr zurückkehren. 1214 Tage später gilt dieser Rettungsversuch als gescheitert. Ich beichte alles. Nicht ein Gedanke voller Fleischeslust fuhr in die Hölle. Deshalb stünde ich heute wieder vor ihm, ob er mir nochmal Beistand leisten könne. Und wieder ist Jimmy bereit, mich zu retten, nicht ohne vorher zu fragen, ob ich mich auch Jesus vollständig übergeben hätte. So legt er seine großen, warmen Hände auf mein nickendes Haupt und ruft gleichzeitig nach David, dem Chief-Platzanweiser, um den Ruf nach Hilfe zu verstärken. Offensichtlich bin ich ein Fall für zwei. Und Jimmy, balsamt wie kein Zweiter, mitten auf dem Gang zwischen Büro und Toilette, fleht er einmal mehr nach Jesus, um mir heute endgültig die virtuelle Vielweiberei auszutreiben, damit nicht Satan das Regiment über Andreas, Andrew, übernimmt. Und David hält meinen rechten Arm fest, übernimmt fehlerlos die Zweitstimme und wispert rhythmisch und abwechselnd Halleluja und Jesus be good to Andrew. Ich schließe ergriffen die Augen und drücke das signierte Buch an mein Herz. Fast 5 Minuten lang darf ich diese fehlerlos inszenierte Hanswurstiade genießen. Dann liegen 4 Hände auf meinem sündigen Kopf und ich bin entlassen. Nicht ohne versprechen zu müssen, mich auf immer Jesus zu übergeben und nicht nachzugeben im Kampf gegen den Teufel in meinem Kopf. Also, Sie sehen, das war bei Jimmy Swaggart. Sie können ihn googeln, Sie können YouTube. Er ist unbezahlbar, er ist ein Riesentalent. Ich war übrigens nicht auf dieser Reise, für eine Reportage mal für Geo in der Jerry Lewis ist sein. Lebt er noch? Ich glaube, ja. Ja? Und ist er dieser Piano-Zerhacker, ja? Der berühmte, ist sein Cousin. Also sie haben fast am selben geboren. Und ich kam dann damals mit dem Reporter in den Ort
wo sie beide auf die Welt kamen. Und dann war seine Schwester war noch da und die war einfach cool drauf. Und dann durften wir in das Haus und ich durfte mich dann in Jimmy Lewis Bett hineinlegen und die Arme ausbreiten. Also das nur zu den beiden. Der eine hat eben einen sinnlichen Weg gewählt und der andere ging zu Jesus. Jetzt vielleicht eine Geschichte noch aus dem, das sehen wir, wenn ich nichts mehr weiß, dann habe ich noch was. Jetzt kommt eine Reise durch einen einsamen Kontinent. Das ist, was ist das, Robert? Das ist eine Reise durch Südamerika und es kommt eine Geschichte, die uns alle ein bisschen zu denken geben soll, weil wir natürlich wissen wir auch, warum viele Leute, auch natürlich auch sogenannte einfache Menschen, warum sie Religion, sich der Religion zuwenden und so weiter. Und hier, ich bin in Medellin, ich bin in Kolumbien. Medellin war bis zum Tode von Pablo Escobar, ich glaube, das war jetzt vor 20 Jahren. Pablo Escobar war Kokain-Weltexportmeister und Medellin war damals natürlich extrem gefährlich. Als ich kam, hat sich die Situation schon ein bisschen beruhigt. Es ist eine, Kolumbien ist ein unglaublich interessantes Land mit alle Vorurteile, die man über die Frauen dort sagt, sind wahr. Sie sind unheimlich, unerträglich gut aussehend. Und jetzt diese Szene, ich gehe in eine Kirche, das Thema ist San Francisco Kirche. Auf dem Weg ins Zentrum komme ich an der San Francisco Kirche vorbei. Wie immer gehe ich hinein, will mir einbilden, dass die Nähe zu dem Italiener meine Liebesfähigkeit anspornt. In dem Haupteingang hängt ein plastiküberzogener Christus am Kreuz, ein Eisverkäufer. Die schmutzige Kühlbox auf dem Rücken steht gebückt davor, berührt mit der rechten die blutenden Knie des Gekreuzigten. Der Mann steht lange, flüstert lange. Nichts anderes ist zu hören. Er ist vollkommen zugegen, betet vollkommen versunken zu einem Stück Holz, bis er sich aufrichtet und hinaus auf die Straße tritt, langsam, mühselig. Erst als er draußen ist, holt mich die Wucht des Bildes ein, die Wucht der Aussichtslosigkeit eines Eisverkäuferlebens in Medellin. Keine Chance, nicht auf Erden, nicht im Himmel. Nie wird er mehr als einen kargen Tageslohn nach Hause tragen und nie wird er in den Himmel fahren. So betrügen ihn beide Seiten, das Diesseits und das Jenseits. Für einen Augenblick überlege ich, ob ich ihn einholen soll und mit ihm reden, im Ausreden den Götzendienst. Aber was könnte ich ihm bieten? Nachdem ich ihn überzeugt habe, dass das Anfassen von folienverpackten Knien nicht weiterhilft, würde er aufwachen und nach neuen Ufern Ausschau halten? Oder wäre hinterher noch verlorener? Unbestritten beruhigt ihn das Versprechen auf göttliche Wiedergutmachung. Ist der gigantische Schwindel somit ein Akt der Menschlichkeit? Ein paar Straßen weiter sitzen die Huren. Lazy Sunday morning. Sie pfeifen mich zu sich herüber. Die Damen sitzen schon Jahre hier. Ihre stämmigen Leiber zeugen von mangelnder Bewegung. Tamara greift fürsorglich nach meinem erotischen Epizentrum. Verschmitzt lächelnd. Subtext, du siehst, Junge, ich weiß, wie man euch behandelt. Für ein paar umgerechnet Euro könnten wir uns beide in 20 Meter entfernten Hotelzimmer vergnügen, sagt sie. Ich bin ganz Gentleman und verschweige, dass ich auch bei freiem Eintritt zu keiner Sünde mit ihr zu bewegen wäre. Die Mädels bleiben gelassen. Ihre gute Laune hat wohl damit zu tun, dass sie gerade mit der Frühschicht begonnen haben, sprich die ersten 5 Nachtblauen in Kürze zum eiligen Kundendienst vorbeischauen werden. Einer von ihnen liegt bereits im nahen Straßengraben, bäuchlings und mit ausgebreiteten Armen, wie gekreuzigt. Kommt er zur Besinnung, so erklärt Tamara, wird er seine Pesos nachzählen
und mit erstaunlich fetten Gloria zu verhandeln beginnen. Heute ist Sonntag. Ich schlendere in die Kathedrale. Um 12 Uhr gibt es eine Messe. Ich setze mich und werde mit einer lehrreichen, ausgesprochenen, munteren Szene beschenkt. Ein paar Schritte entfernt steht ein Beichtstuhl, ohne Vorhang. Man sieht beide, den Pfarrer und den Sünder. Nach der Beichte entfernt sich der Beichtvater 2 Schritte von seinem Sitz, schaut links, schaut rechts, schaut nach neuer Kundschaft, bis eine Frau kommt. Die beiden reden kurz miteinander, dann macht der Alte ein Zeichen und sie verschwinden im schwarzen Gestühl. Im selben Augenblick schiebt sich das Bild einer Prostituierten vor meine Augen, die ich Minuten zuvor aus einem Stundenhotel kommen sah, den Kopf nach beiden Seiten drehend, der wohl eindeutig versucht, einen nächsten Johnny zu angeln. Und der kommt, die 2 wechseln ein paar Sätze, sie nickt lässig mit dem Kopf und die 2 ziehen sich zurück. Ich meckere vor Freude, als mir die frappante Ähnlichkeit der beiden Szenen auffällt. Wie arbeitsplatzfördernd, dass es die angebliche Sünde gibt und die angebliche Absolution. Nur 300 Meter Luftlinie liegen zwischen Carrera 53, da wo die Noten waren, und dem Beichtstuhl. Man stelle sich vor, es gäbe keine Noten in diesem Land. Tausende von kolumbianischen Hochwürden wären arbeitslos. Die Fleischeslust ist ihr täglich Brot, ihr täglich Arbeitgeber. Das Ärgste, was dem Katholizismus passieren könnte, wäre eine sexlose Welt, ist doch ihr Geifer über den Eros, ihr Lebenselixier. Also Sie wissen ja alle, danke. Sie wissen ja alle, dass Lateinamerika, die Zahlen gehen ja, ich habe die letzten Zahlen vom Kirchenaustritt bekommen, gehen ja runter. Also es wird natürlich erfolgreich gefischt da noch, wo die Leute weniger aufgeklärt sind, wo es viel mehr Analphabeten gibt, viel mehr Leute, die sich nicht informieren können. Aber das ist ja der Sinn des Glaubens. Du sollst nicht denken, du sollst glauben. Also das am Rande, Afrika und Südamerika hat noch Zuwachsraten. Ihr seht also, wir müssen noch ein bisschen schuften. Jetzt kommt das letzte Buch, weil wir sind schon bei 21.07 Uhr. Wir machen ja dann eine kleine Pause und dann Fragen. Ich versuche sie mit Hilfe von Herrn Schmidt-Salomon einigermaßen intelligent zu beantworten. Jetzt Verdammtes Land, eine Reise durch Palästina. Die 3 Farben sind die Farben der Flagge Palästinas. Und ich möchte Ihnen jetzt, Sie werden sich erinnern an den Fall, Köln liegt ganz in der Nähe. Ich meine jetzt nicht den 31. Dezember, das ist der Vorlag. Und das muss ich jetzt Ihnen, weil das einfach zu aberwitzig ist. Verdammtes Land. Sorry, das ist der PDF. Word. Okay. Es geht um Beschneidung. Zuerst ein kleiner Absatz und dann der lange dazu. Vor Tagen las ich ein Interview in Harez. Harez ist eine berühmte, eher linke, eher pro-palästinenser jüdische, israelische Zeitung, in dem eine Gruppe orthodoxer Juden auch zum Thema Beschneidung befragt wurde. Alle erklärten, dass sie ihre Söhne diesen Eingriff unterziehen lassen, weil sie die Söhne, aber sie die Väter auch beschnitten sind. Vorhaut ohne Grenzen. Nun, wenn nicht einmal der Sohnemann-Schniedel anders aussehen darf als der seines Erzeugers, dann lässt sich schwer vorstellen, dass sich das Hirn des Jüngeren in eine andere, sprich neue, sprich offene Richtung entwickelt. Geistige Raumnot scheint erblich weltweit. So, und jetzt die Geschichte. Ich bin in Bethlehem und ich sitze in einem kleinen Hotel, das von 4 von den Mauern, Sie wissen ja, diese Mauer, die durchgeht, trennt. Bei dem Mauerbau wird natürlich wird gleich Gebiet von Palästina mitkassiert. Und jetzt kommt die, am Abend sinkt der Glücksstern. Ich sitze auf der Terrasse von Claires einsamen Hotel.
4 Meter von den 9 Meter hohen Mauer entfernt, die Mauer, die Trennmauer, und will meine Gedanken sortieren, angeregt durch einen Bericht auf BBC. Vor kurzem hat das Landgericht Köln die Beschneidung aus religiösen Gründen als Körperverletzung verurteilt und stellt den Brauch ab sofort unter Strafe, also in Deutschland. Eine mutige, ja bravouröse Entscheidung, die sowohl in Deutschland als auch hier in Israel seit Wochen heftig debattiert wird. Der erste Skandal ist natürlich, dass über ein Brauchtum aus der Steinzeit noch diskutiert werden muss. Aber so sind die Zeiten. Erbarmen für uns alle, wenn die Religiösen aufmucken und nach uns den Herrgottlosen ausholen. Ich will ein bisschen persönlich werden. Ich wurde, ohne dass jener mich fragte, als Katholik getauft, wie Milliarden vor mir auch ungefragt. Dieser mutwillige Akt war lebensrettend, denn ich hatte ja das Licht der Welt als Todsünde erblickt und nur das Sakrament der Taufe konnte mich vor dieser bewahren. Oder anders, im Falle meines Todes umweglos in der Hölle zu landen. Denn die erste Bosheit, die ich als Neuling zu verstehen hatte, lautete: Du, Andreas, bist ein lasterhafter Mensch, als lasterhafter Mensch auf die Welt gekommen. Folglich schüttete der Pfaffe Wasser über meine Fontanellen, um mich zu retten. Wer diesen höllischen Schwachsinn einmal durchschaut hat, wird ab diesem Zeitpunkt hellhörig, wenn aus obskuren Ecken die Wahrsager und Gottesmänner ihre letzten Weisheiten wispern oder brüllen hört. Und so erfährt nun die Weltöffentlichkeit, dass ein Rabbi das Gerichtsurteil als den größten Angriff auf jüdisches Leben seit dem Holocaust betrachtet. Ein anderer erinnert daran, dass die Beschneidung das Band zu Abraham, ja Gott, darstellt. Ein Drittel lässt uns wissen, dass das Abtrennen der Vorhaut Symbol für die ewige Verpflichtung dem Allerhöchsten gegenüber ist. Bisweilen wünschte ich mir, ich wäre ohne Hirn unterwegs. Dann hätte ich weniger Kopfschmerzen. Da müsste ich nie Hirnlosigkeiten zur Kenntnis nehmen. Warum muss wahr sein, was vor tausenden von Jahren angeblich wahr war? Warum sind wir, die Vorhautbesitzer, noch immer nicht 100-millionenfachweise an all den Schrecken verstorben, die uns von jenen vorhergesagt wurden, die des Allwissenden letzte medizinischen Ratschläge kennen? Immer wieder führen die Vorhaut-Weg-Begeisterten die Überlieferung als Argument an. Dieter Graumann, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, mahnt gleich 4000 Jahre an, an denen munter und gottergeben am Babypenis herumlaboriert wurde. Denn was 4000 mal 365 Tage geschah, kann nicht falsch sein. Die Konvention als Gütesiegel der Wahrheit, das klingt nach halsbrechischer Beweisführung, so halsbrechisch wie der gottesfürchtige Glaube unserer Vorfahren, dass die Erde eine Scheibe ist, siehe Altes Testament, und dass wir der Mittelpunkt des Universums sind, denn hierher kam der Messias, und dass ein Volk vom Herrgott, vom Jüdischen, auserwählt wurde, und dass ein anderer Herrgott, diesmal der Katholische, die Menschheit mit dem allein seligen machenden Glauben beglückt hat, und dass die Frau dem Manne untertan ist, und dass Neger keine Seele haben, und dass Herr Mohammed über Nacht von Mekka nach Jerusalem geflogen ist und anschließend senkrecht in den Himmel schoss, so 621 ad infinitum absurdum. Schon erstaunlich. Es reicht nicht, dass einem Kind von der Stunde Null an, noch bevor er sich eigenhändig den Hintern putzen kann, die Spielregeln des himmlischen Obskurantismus eingebimst werden. Nein, man muss ihn auch noch physisch zusetzen und ihm ein Stück Körper abschneiden. Religion war schon immer der Garant für eine glasklare Sicht auf die Wirklichkeit. Warum soll es jetzt beim Blick auf die Vorhaut anders sein? Der Hautfetzen des Achttägigen, am achten Tag muss die Körperverletzung vollzogen werden, ist das unumstößliche Freundschaftsband mit dem Weltenschöpfer. Ohne ihn will er kein Freund sein. Federführend war wieder einmal der unvermeidlichste tätig, Herr Abraham, der allen gemeinsame Urvater. Deshalb maulen auch die Muslime über das Gerichtsurteil. Laut muslimischer Wahrheit hat sich der 80-jährige, Friede sei mit ihm, selbst beschnitten, mit der Axt.
Denn gemäß dem biblischen Self-Made-Man gehörte das zur göttlichen Menschwerdung. Die Christen waren schlauer, vielleicht beleidiger. Sie sprachen abtrünnigen Irrgläubigen, sprich Juden und Mohammedanern, die Befreiung von der Barbarei der Beschneidung, falls sie überlaufen sollten. Neue Christenmenschen durften ab sofort vollständig und mit Vorhaut vor den Allmächtigen treten. Man könnte all das mit wiehendem Vergnügen zur Kenntnis nehmen, wäre es nicht blutig ernst. Wie so oft, wenn Religion die Marschrichtung vorgibt. Vor ein paar Jahren war ich als Reporter Zeuge einer Beschneidung in Kairo. Im feuchten Gruselkabinett von Dr. Abdul saß der fünfjährige Ehab auf einem Stuhl. Ein Muskelmann zog seine beiden Knie auseinander und ein zweiter packte die beiden Arme. Dann griff der joviale Quacksalber zur Schere, ihm desinfizierte er vorher sein Skalpell und den anvisierten Körperteil und schnitt ab. Der Knirps war jetzt ein Mann und ein gottgefälliger Muslim. Ehabs gellende Verzweiflung war Kronzeuge dessen wörtlich in den Himmel schreienden Irrsinns. Gut, in Deutschland wird anders operiert, aber wer sich YouTube-Beiträge medizinisch moderner Eingriffe, je nach Betäubung, je weniger Betäubung, desto gottergebener an einem wehrlosen Wesen anzuschauen wagt, bekommt eine Ahnung von den grauenhaften Pein, die sich Äxte schwingende Propheten für ihre Nachkommen ausgedacht haben. Ich will noch persönlicher werden. Über 18 Jahre lang wurde ich von Erwachsenen Leib und Seele misshandelt und gedemütigt, von römisch-katholischen Seelsorgern und von anderen Erziehungsberechtigten vor meinem Vater, bis ich davonlief. Mit all dem Dreck der Todsünde, des Körperhasses, des Selbsthasses im Kopf. Und davonlief mit dem Schwur im Herz, dass ich sofort zu den Waffen greife, wenn ich von Zeitgenossen höre, die glauben, dass Kinder auf die Welt gekommen sind, damit sie, die Vormünder, ob nun von kranker Lust oder spirituellen Halluzinationen getrieben, ihre Machtfantasien an ihnen, den Bevormundeten, ausleben können. Stopp. Hände weg vom Kinderkörper, außer jenen, die ein Kind lieben und behüten. Einen 10-Jährigen zu prügeln, ist so abartig, wie einem Säugling an seinem Glied zu verstümmeln. Damit wir uns millimetergenau verstehen, ist das Kind volljährig, dann soll es entscheiden, wie ihm zumute ist. Es, genauer er, kann sich dann alles wegschneiden, as he likes it. Mit dem Cutter oder der Kettensäge oder mit Messer und Gabel. Er kann sich auch jeden Monat bei Vollmond das Haupthaar abbrennen oder einen lila gefärbten Stacheldraht durch beide Ohren ziehen. Irgendeinen Irren auf Erden wird der Erwachsene gewiss finden, der ihm von einem Himmelsfürsten deleriert, der derlei Taten mit Wohlgefallen zur Kenntnis nimmt. Aber bis es soweit ist, dem vollendeten 18. Lebensjahr, verschone man das Kind mit den Schrecken aus der Folterkammer religiöser Initiationsriten. Man predige ihn dafür 7 Tage die Woche die Menschen vorhautschonenden Spielregeln des Humanismus. Noch ein Nachwort. Der Brauch der Beschneidung ist heute in Israel allen ebenfalls schwer umstritten. Vor Tagen stand in der Presse ein mehrseitiger Artikel, in dem Israelis zu Wort kamen, die sich jeden Zugriff auf ihre Private Parts verbieten oder sich über die bereits vollbrachte Tat wütend beschweren. Das ist ein gutes Zeichen. Es zeigt wieder einmal, dass Israel auch ein ganz normales Land ist, mit Dunkelbirnen und den Hellen im Kopf, jenen eben, die versuchen, den Finsteren heimzuleuchten. Vielen Dank. Danke sehr. Super. Danke sehr.